Hello, my friends. My name is Jay Bearhead, and my legal name is Jay Rock. I am Cree First Nations from Muscogees, or Bear Hills, Alberta, and I live here in Kamloops, BC, as a guest. Anuk Kirawashu in my language. Today is beautiful. I'm privileged to be able to go to work and work with youth. I'm privileged to be able to ride my bike. I'm privileged to be able to snowboard or skateboard. Any of those things that I do, I'm privileged to be able to do that. That's what helps me. That's what keeps me alive. That's my passion. And I hope you have one too. Einfach, dass jeder eine Passion haben soll und ein Ziel vor Augen, um im Leben weiterzukommen. Und ich glaube, das ist das, was uns am richtigen Weg haltet, was uns motiviert haltet. Und meistens verbindet das dann das Gefühl, dass man in den Flow reinkommt, dass man es einfach gern macht. Und ich glaube, das ist wichtiger im Leben, dass man was macht, das, was einem Spaß macht. Meine Leidenschaft ist auf jeden Fall das Skifahren, das Klettern mittlerweile, das Alpine, das draußen unterwegs sein. Aber es ist wirklich oft so eine Liebe-Hass-Beziehung eigentlich. Das frühe Aufstehen, das weniger Stunden schlafen, in der Höhe um sein, Kopfweh, das gehört irgendwie alles dazu. Aber eben wie das Wort schon sagt, Leidenschaft, es schafft oft Leiden. Ich habe auch oft Angst am Berg, ich glaube, das gehört einfach dazu und das ist wichtig. Einen Respekt vor der Natur zu haben. Wenn man Respekt hat, dann ist man einfach sicherer und aufmerksam am Berg unterwegs. Aber wenn ich dann oben stehe und die ersten Sonnenstrahlen sehe, dann weiß ich wieder, was mich antreibt und wieso ich es mache, wieso ich es gern mache. Lebe ich dann eigentlich aus, wenn ich dann oben stehe und die harten Kabanen hinter mir habe, mit drauf spuren oder mit drauf biken und dann stehe ich da oben und perfektes Licht und fahre dann noch mit die Ski oder mit dem Radl den Trail runter. Das ist meine Passion. Wenn ich an einen neuen Ort komme, dann versuche ich sofort mit Locals in Verbindung zu treten. Die kennen erstens die besten Trails, zweitens haben die immer Geschichten zu erzählen. Und mich interessiert das. Und da habe ich die Kamloops Bike Riders Association kontaktiert, bevor wir hinkommen sind. Und die haben mir den Jay vermittelt. Der Jay ist sicher eine der faszinierendsten Personen, die ich jemals getroffen habe. Well, we're gonna go ride Rio. Which is like a Kamloops classic. Super happy that you guys are here and we're able to share this riding moment. So stoked. Riding at the origin of free ride mountain biking in Kamloops. Let's go ride some bikes.
Also der Jay hat leider wie sehr viele Natives eine sehr schwere Kindheit hinter sich, ist seiner Familie entrissen worden, ist in eine Residential School geschickt worden, wo man wirklich versucht hat, ihnen diese Kultur auszutreiben. Das hat natürlich seine Spuren hinterlassen und wie er dann älter geworden ist, hat er halt zum Partymachen angefangen und zum Trinken und dann sind auf einmal Drogen ins Spiel gekommen. Und dann ist so schnell gegangen und der ist auf der Straße gesessen und war heroinsüchtig. There's a welcome song that I know, but because it's not my territory, I can't welcome you here. That's for them to do. But I can honor this place by singing this Shikwetmik honor song. It's a song that's been around for a long time, and it belongs to the people of Shikwetmik Ulugh in BC. Normally it's a drum beat, just like a straight. I started substance use, like I said, it was party time for a little bit, and eventually everything left, bikes, housing, everything. But I quit substance use because of mountain biking, because I missed being out here, right? Just because I have a problem doesn't mean that you do, right? You can probably drink a couple beers and that's okay for you, right? I can't. That's what happens to me. I'll drink a beer or two and then I'll want something else. Then drugs start to come in. So, and for me, the things that I carry, so my sacred, my drums, my feathers, my medicines, my culture, carrying these things, it's my reminder to stay walking. We call it walking the good path. Like everything I do is to walk in that good way. And to be able to share it like this too, right? Yeah. Like, this is reconciliation, right? I do agree. This is what it is. It's us sharing our stories and having non-Indigenous population understand to an extent and say, okay, cool, well, how can we help on our side? Well, it's just this, just listen to us. Understand the way that we do things, you know, walk in a little different way on the land. Look at it in a different way. Wow, er hat schon eine gute Einstellung einfach. Das, was die Leidenschaft hält dich auf dem richtigen Weg. Ich finde es halt schön, wie die Leidenschaft fürs Bike uns ganz egal wo auf der Welt voll verbindet. Also, das brennt halt in jedem. Ja, der so. So eine schöne Leidenschaft fürs Radfahren zu haben, weil die hat mich eigentlich von klein auf geprägt und macht mich zu dem, was ich jetzt bin, würde ich sagen. Oder ich finde, ein glücklicher Mensch braucht ein Gleichgewicht in seinem Leben. Da zählt Familie und Umfeld und Arbeiten und da gehört aber auch eine Leidenschaft dazu, die dich praktisch da am richtigen Weg hält. Irgendwas, für das man gerne in der Früh aufsteht. Und für mich war das immer schon das Radfahren. Oder ein Radfahren. Ich glaube, ein Radfahren tue ich, seitdem ich 10 bin oder so. Die größte Hürde beim Einradfahren ist überhaupt einmal losfahren zu können. Und um das zu schaffen, braucht es schon viel
Antrieb und Leidenschaft, dass man da mal zum Fahren kommt. Ja. Und um dann sich einen Berg runterzuwerfen mit einem Einradl, da braucht es schon viel mehr Training und viel mehr Leidenschaft, weil das muss man dann schon ordentlich trainieren. Anschaut, ist jetzt vielleicht nicht der attraktivste Sport. Und ich muss zugeben, dass ich da als Kind echt, ja, fast schon gemobbt worden bin. Und ich habe da als Kind teilweise echt gelitten und habe das Einrad in die Ecken geschmissen und habe gesagt, ich mache das nicht mehr, mach was Cooles, das, was die anderen machen. Und dann ist diese Flamme, das war natürlich zu der Zeit, ist halt wieder aufgegangen und ich habe trotzdem weiter. Ich glaube, dass mir das geprägt hat, in gewisser Weise. Jays Passion hat mich schon sehr beeindruckt. Das merkt man in allem, was er erzählt. Und das hat eigentlich menschlich super passt. Und dann hat er uns in eine Zeremonie eingeladen. In eine Natives, Indigenous, Sweat Lodge. That will be good. Good and healthy. We'll pray, all four of us, and then we'll place this on there, and then we'll start the fire, and then that's pretty much like the beginning of the ceremony. Always give something before you take something, you know? I always just say, thank you, Creator. What is it that keeps you balanced in life? Like, is mountain biking a part of that? Yeah, oh yeah, for sure. Mountain biking, snowboarding, rock climbing, physical, right? Yeah. That side of things. But I have mental, emotional, and spiritual well-being too, right? And emotional, like I said, you know, you've seen me cry. I allow myself to feel those emotions. For me, like, I've never cried and not felt better after. Because I let something go. Yeah. Wir waren in der Sweat Lodge und da gibt es vier Runden, so wie ein Saunaaufguss. In der ersten Runde bedankt man sich für Mutter Natur. Ich habe das zuerst irgendwie ein bisschen belächelt, aber habe dann gleich verstanden, wie ernst das ist eigentlich meinen. Ich habe mich dann auch für unsere Natur, was wir da haben, eigentlich bedankt. Eben für Bauder, dass wir noch die Möglichkeiten haben, da raufzufahren, Skifahren. Die Trails, die kristallklaren Flüsse. Ja, wir haben so schön, wir wohnen eh im Paradies. Also das öffnet uns schon wieder die Augen. Come in here is to clean, is to push ourselves a little bit, and to suffer just a little bit, right? Also in dieser Sweat Lodge war es sehr heiß und sehr dunkel und es war schon schwierig, sie da zusammenzureißen und nicht einfach zu sagen, nein, ich muss jetzt raus. Und der Jay hat da gemeint, push yourself. Und sich dazu pushen bedeutet, dass man hin und wieder, wenn man vor dem Hindernis steht, darüber hinausgeht, dass man drauf bleibt und sagt, nein, das schaffe ich jetzt. Und wenn man das geschafft hat, dann fühlt man sich freier. Dann fühlt man sich absolut besser, weil man was bewältigt hat. Clean ourselves, hab zuerst nicht genau gewusst, was der damit macht, einfach nur rausschwitzen. Aber ich bin dann draufgekommen, dass der da schon tiefere Sachen gemacht hat. Ja, es ist dann echt sehr emotional geworden und wie gesagt, ich bin selten mit 8 verschwitzte, halbnackte Männer da drin gehockt und hab gereicht. Durch das, dass es so dunkel war und man sich, glaube ich, selber nicht gesehen hat, öffnet man sich noch mehr und ja, ich glaube, das hat damit gemeint, dass man nachher einfach ganz anders rausgegangen ist. Ich war echt wie ein anderer Mensch. Ja, es war wirklich ein Wahnsinnserlebnis. This is a way that we take care of ourselves. So to have you guys come and, you know, take care of yourself in that way, even if it's the only time in your life that you ever come and do this, you've done it, right? You've taken care of yourself. And now you know how to maybe kind of do it or adapt it,
to work for you guys, to work for yourself. I think words or video just can't describe what we just experienced. Diving so deep into a culture and into ourselves, it was a beautiful experience. So thank you. Glad you guys came. Thanks for that. Yeah. Amazing experience. Of course, man. Sure. Yeah. Yeah, you bet. That's really good. Yes. Gravel pits. This is where it started, man. Look at this. You know, the boys back in the day just said, hey, do you think we could ride that? Came up here and started treading it, and now we have, you know, a super iconic place to be able to come and have fun times and ride laps with our buddies. Especially was pretty tough at the first moment where it got really dark, like dark. I was like, ooh, that's scary, and the heat and everything. So that was an amazing experience. So aus der Bekanntschaft und den Erlebnissen mit Jay nehme ich mit, die Leute, die wirklich eine Leidenschaft haben, die merkt man, die sind glücklicher und zufriedener und die strahlen was aus, was andere Leute nicht ausstrahlen. War eine gute Session oben am Grat. Holen wir runter. Find my relations. Find my relations, open the door. Ah, kannst du da finden. Schon gut. Ja, brutal war schon der Sauerstoffentzug da drinnen. Ja. Also ich glaube, der setzt da schon auch zu. Nein, ich glaube, dass die Dunkelheit noch schlimmer war. Du hast ja nicht einmal die Hand vor dir, du hast nichts gesehen. Ja, Dunkelheit war brutal. Oder halt die Kombination. Mit den Kräutern, im Aufguss. Ja, da, vielleicht ist das ganz wichtig zu betonen, dass da rein natürliche Sachen drin waren und nichts Halluzinogenes oder wie auch immer man das sagt. Wenig. Nein, aber nichts.